Willkommen zurück zu Super Paper Mario. Ihr seht, das Ende ist nah. Wir sind in Burg Knickwitz. Ja, wir haben alle reinen Herzen und ja. Wie geht's eigentlich weiter? Na, was soll's. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Nee. Gut, dann geht's mal hier weiter. Da ist eine verschlossene Tür, aber wo führt uns das hier hin? Wie gesagt, das hier kennen wir alles schon von Peach und Luigi. Die waren ja beide schon mal hier. Wollt mir doch nicht ernsthaft was schenken. Stoppuhr. Toll. Und? Noch was? Ach, ja. Das ging die Stoppuhr. Oh. Das wusste ich nicht. Wie sollte ich das auch ahnen können? Na, was soll's. Jetzt kann es nur noch hier weitergehen. Ja. So viel dazu. Wenn es nicht weitergeht, dreh dich. Da geht's ja ernsthaft weiter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist eine Röhre. Ich dachte, das wäre ein Schatz. Sieht auch komisch aus, so schwarz und so. Aber eine grüne Röhre hätte hier sich vielleicht nicht so gut gemacht. Okay, wir benutzen so einen Mix, Mann. Können wir wenigstens noch wieder ein Item tragen bei Gelegenheit. Oh mein Gott. Geht man so mit einer Lady um? So, ich nehme... Ach, egal. Zack. Ach, ich dachte, du wirst fertig von deinem eigenen Panzer, Mann. Jetzt reicht's mir aber. Keine Faxen mehr. Noch jemand. Da ist jetzt der Schlüssel drin, bestimmt. Na gut. Zurück also. Jetzt stehen die wieder im Weg. Der Panzer rollt mit und zack. So habe ich mir das vorgestellt, wollte ich sagen, aber naja, gut. Wow. Also nochmal so ein Scheiß-Item. Wir müssen uns das aufsparen. Das wird schwierig, ey. Wir haben nur 35 Punkte. Oh mein Gott. Pause. Macht Alarm. Knick wird... Oh, scheiße. So gehen die Energiedinger auch weg. Es ist wahrscheinlich noch lange nicht zu Ende. Vor allen Dingen, weil das Aufgabe 1.8 ist. Aber ich muss schon mal sagen, das Spiel hat mir Spaß gemacht. Aber ich fand es halt zu lange. Ich sag's immer wieder. Und das ist auch so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Jetzt los, mal das Ende her. Aber ein paar geile Sachen dürfen ruhig noch kommen. Damit meine ich nicht euch. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, Gegner zu besiegen. Ich werde auf diesem Level das Spiel beenden. Das wird schon klappen. Sag mal, wollt ihr mich... Okay. Ah. Wollt ihr mich alle total veräppeln? Komm, ich gehe so weiter. Die ganzen Gegner... lassen mich kalt. Denn ich bin Mario. Und sogar ich als Papier... kann in 3D... gehen. Ist das nicht toll? Schon wieder... Seit wann machst du sowas? Nachmacher, Nachmacher. Da brennen diverse Flammen nicht. Ein Fall für Bowser oder für euch? Ist mir jetzt egal. Komm, dann machen wir es einfacher. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Kommst du her? Vielen Dank. Das kann nichts Gutes bedeuten, wenn ich sowas geschenkt bekomme. Und einen Speicherpunkt bekomme, kann das nichts Gutes bedeuten. Aber hey, ich liebe nichts Gutes. Komm schon, Knickwitz, wo bist du? Knickwitz? Oh, schade. Mann, ist es breit hier. Wir müssen wahrscheinlich, da oben ist was. Mit Bowser die Kacke da anzünden.
Sonst fällt mir nichts ein. Das geht. Der zweite. Geht das so? Wohl noch ein bisschen bequem. Und? Warum passiert hier nichts? Ach, die gehen nach einer Zeit wieder aus? Ach nee, wir müssen die genauso machen, wie sie da vorhin waren, oder wie? Auf jeden Fall habe ich es gelöst. Wir bekommen eine Treppe zu einer Tür. Das ist aber schön. Irgendwie erscheint mir diese Welt ziemlich simpel. So wie Burg Nickwitz halt. Ich dachte schon, es wäre mein Handy. Die Fernbedienung hat vibriert. Lol. Okay. Wir können hier nur als Mario durch. Weil die Tür halt so platziert ist. Hat das was zu bedeuten? Oh Mann, die Musik ist weg. Ach du grüne Ei. Ihr Vögel auf Lust tatsächlich bis ihr geschafft. Ihr hättet besser bleiben lassen sollen. Denn jetzt gibt's volle Kanne auf die Glocke. Pah, große Vorteile für jemanden, der dauernd die Hucke voll bekommt. Busch. Du hast mich schon gehört. Du bist Geschichte, Kleiner. Ja, das? Na, danke mir. Du und ich hier und jetzt Rüstkampf aller Zeiten. Dann los, Vater Heini. Dich hab ich im Alleingang. Komm und hol dir deine Zachtprügel ab. Bowser, bist du sicher? Ach, keine Angst, ich hab schon Pudding gegessen, aber härter als dieser Typ. Alter, schossen sie zu, wie ein Meister seines Fachs sowas deichselt. Du wirst nicht aber merken, was dich trifft. Ich, voll auf die Glocke. Nicht schwafeln, anfangen. Super klar. Das hast du nicht aber schon, schwaff ich sprachlos. Zeit für einen guten alten Kampf. Es ist immer dasselbe Konzept. Na komm her. Oh Mann. Diesmal bist du wirklich schneller unterwegs. Oh Mann, ist ja gut jetzt. Wie in der Wüste, hey. Oh, jetzt tut er ein bisschen posen. Ja, klar. Na komm. Das gibt's doch nicht. Bowser ist doch viel zu langsam für den Scheiß. Was wird das? Okay, mit ein bisschen Taktik ist es gut zu schaffen. Oh mein Gott. Was war das für ein Scheiß? Erinnert mich ein bisschen an Bowser Jr. in Yoshi's Island. Der hat seine Stampfattacke auch so schwul gemacht. Bislang geht's. Du kannst nicht auf die Glocke hauen. Du bist nur eine dicke Schildkröte. Soll ich diese Schande weiterleben? Hey Bowser, lass mich das Spiel für die Band. Bring es schnell zu Ende. Es ist keine Schande, von den Supertypen wie mir besiegt zu werden. Was denn das? Die Welt. Also, nee. Also, wir werden zerquetscht. Toll. Der hält die auf. Und lockt sie auf uns gerettet? Warte, die haut ab! Aber, warum hast du uns gerettet? Weil du mich besiegt hast. Damit hast du das Recht erworben, mich zu passieren. Zu passieren. Sorge nur dafür, dass du auch kannst. Bis noch dümmer, als ich dachte. Bowser, was soll das? Hey, ihr zwei Pfeifen. Bring die Prinzessin in den nächsten Raum, los! Aber... Halt noch! Aber na gut, Bowser. Du kannst doch mitgehen, der Outlook hält es doch. Hallo? Wie dumm eigentlich. Und du verschwindest jetzt auch. Keine Panik, ich könnte das den ganzen Tag halten. Hey, das war mein Text. Deine Ärmchen zitten wie Götterspeise. Ich bin ja nicht den harten Kerl. Geh! Ich bin ein harter Kerl, du gehst!
Nein, du gehst. Du legst auf. Nein, du legst auf. Nein, du legst auf. Nein, du. Ja, tolle Wurst. Ich pause. Die Tür, sie geht nicht auf. Nein. Ach du liebe Güte. Wir haben keine Zeit. Wir müssen weiter. Bist du sicher? Prinzessin! Ich mache mir keine Sorgen um Bowser. So leicht wird man ihn nicht los. Nun ja, der hat hier recht. Bowser hat schon Schlimmeres verstanden. Also dann, weiter zu Graf Knickwitz! Tap, 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 tap. Lauter Charlie Browns machen sich auf. Yay! Das sehe ich doch immer wieder gerne! Ende des Kapitels! Ja, toll, und Bowser ist weg jetzt. Weg vom Fenster. Kaputt, futsch, weggeworfen. Na toll. Die Spannung steigt. Ein endloses Labyrinth mit verwirrenden Windungen und voller gefährlicher Gegner. Der letzte Teil der Reise war schwieriger als alles andere zuvor. Mario und seine Freunde setzen den Weg ohne Pause fort. Sie hatten keine Zeit, ihn zu suchen oder auch nur, um ihn zu trauern. Unsere Helden wussten, dass sie sich beeilen mussten, um Graf Knickwitz zu stellen. Der Sturz. Aus dem 8. Stock. Nein, wahrscheinlich von Knickwitz. Sehr schön. Ja. Nicht rumstehen. Wieder eine Schütterung. Ich habe schon aufgehört zu zählen. Seltsam. Das ist doch Graf Knickwitz eigene Burg. Warum lässt er zu, dass die Zerstörung auch sein Zuhause trifft? Und ist sein Plan gut, wenn es sich selber mit zerstört? Premiere, also bist das wirklich du? Also, wir sollten weiter. Wir müssen Graf Knickwitz schnellstmöglich finden. Wandelhalle. Ich schätze, wir sind jetzt im Bereich, wo wir noch nie waren. Wäre die einzig vernünftige Lösung. Exakt reingesprungen, ne? Ja. Das war mal schwer. Jetzt hätte so ein Sternblock gut getan. Spielbeendet. Da seid ihr endlich. Das ist Mimi. Es kann nur Mimi sein. Merlon hat gesagt, er kann nicht folgen. Merlon? Was machst du denn hier? Ich habe etwas Interessantes im Licht der Prognostikum gefunden. Daher bin ich hier. Um Graf Knickwitz zu finden, müsst ihr diesen völlig harmlosen Block anstoßen. Also warum stoßt ihr nicht ordentlich an? Nee, das mache ich nicht. Okay, es geht nicht weiter. Das ist eine Falle. Aber hey Leute, wisst ihr was? Sorry. Bis zum nächsten Part und ciao.